Willkommen zurück zu einer neuen Folge von StarCraft 2 Heart of the Swarm. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, ich hoffe mal, dass Jim jetzt entkommen kann, wenn er denn überlebt hat. Das wird sich noch zeigen. Jim, bist du auf dieser Frequenz? Jim, bist du da draußen? Ich bin am Treffpunkt, die Luft ist rein. Ich habe drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Ich spüre Dunkelheit in mir, Jim. Ich brauche dich. Du musst mich einfach hören. Einsatzes verhaftet. Er wurde verhört und kurz darauf hingerichtet. Der Imperator sagte Folgendes. Bürger der Liga, endlich findet unser Albtraum ein Ende. Der ruchlose Terrorist James Rayner ist tot. Mit seinem Tod beginnt eine neue Ära des Friedens. Die Protoss haben sich zurückgezogen. Und die Zerg-Bedrohung wurde ausgeschaltet. Der Schwarm ist zerschlagen und führerlos. Bald werden wir jeden einzelnen Zerg auf Char auslöschen. Kurzum, wir haben gewonnen. Frieden und Sicherheit sind gewährleistet. Gute Nacht, meine treuen Untertanen. Mengsk. Navigation online. Ziel liegt in Zerg-Gebiet. Bestätigen? Bestätigt. So, und nun können wir uns hier halt ein paar Planeten auswählen, wie halt eben bei Wings of Liberty auch schon, dass man halt dann überlegen kann, wo man jetzt die nächsten Aufträge annimmt und in welcher Reihenfolge man die macht. Ja, angeblich ist Jim tot, aber wir wissen ja, Manx hat schon öfter gelogen. Es könnte natürlich auch sein, dass das hier einfach nur wieder eine Propagandasache ist. Wer weiß, wer weiß. Gehen wir erstmal zur Heimatwelt. Abgefangene Übertragungen der Liga deuten darauf hin, dass der Zergschwarm in mehrere Fraktionen aufgeteilt wurde. Ein Teil des Schwarms befindet sich auf Char und steht unter dem Befehl einer Brutmutter namens Zagara. Sie befindet sich im Kampf gegen die Liga-Streitkräfte von General Warfield. Ja, schauen wir mal, wie es da mittlerweile aussieht. Und genau deshalb bin ich hier. Sie werden mich als ihre Königin akzeptieren. Sonst vernichte ich jeden einzelnen von ihnen, bis sie es tun.
Was bist du? Ich bin Isha. Du bewahrtest all deine Ideen, Gedanken und Pläne in mir auf, meine Königin. Erinnerst du dich nicht? Ja, ich erinnere mich an dich. Und was noch wichtiger ist, du erinnerst dich an mich. Du bist die Königin der Klingen. Ich gehorche dir. Perfekt. Bereite den Schwarm für einen Angriff auf Korhal vor. Der Schwarm ist verstreut und wird dir nicht gehorchen. Die meisten Zerg auf Char werden von Brutmutter Zagara befehligt. Sie will ihren eigenen Schwarm erschaffen. Solange sie lebt, wird der Schwarm geteilt sein. Also nicht mehr lange. Bring uns zur Oberfläche. Gut, und auch hier haben wir jetzt eine Kommandozentrale, sowas in der Art auf jeden Fall. So, dafür wäre Warpfields Festung. Mit ihr können wir auch nochmal reden. Und ja, tun wir das doch mal. Erzähl mir mehr über diesen Leviathan. Er ist der Organismus, von dem aus du den Schwarm befehligst. Und dies hier ist sein Nervenzentrum. Und der Leviathan bringt mich zu jeder Welt, die mir beliebt? Selbstverständlich, meine Königin. Aber wir sind nur noch wenige. Bevor du aufbrichst, um andere Welten zu erobern, solltest du zuerst deine Streitkräfte hier auf Char um dich sammeln. Überlass Strategien mir. Also, was kann ich auf diesem Leviathan sonst noch machen? Du kannst den Schwarm in der Evolutionsgrube weiterentwickeln und verbessern. Die Kreatur Abatur kann dir dabei helfen. Die Liga hatte sich in meiner Abwesenheit hier ja richtig bequem gemacht. Sobald ich meine Truppen wieder habe, wird Warfield vertrieben. Gut, dann schauen wir in die Evolutionsgrube rein. Was bist du? Abatur. Entwickle Schwarm, Webestränge und Sequenzen. Diente Overmind, dann Königin der Klingen. Diene nun dir. Ich bin die Königin der Klingen. Anders. Untersuche genetische Stränge. Königin der Klingen war effizient. Uralte Zerg-Eigenschaften. Geringer terranischer Einfluss. Du mit mehr terranischem Material verseucht. Greifextremität schlecht entworfen. Kann korrigieren. Werde austauschen. Mache besser. Fass mich nicht an! Nur ein Ziel, Schwarm verbessern. Erstrebe Perfektion in allen Dingen. Tätig in Evolutionsgrube. Arbeit hier einsehbar. Weiterentwickelt der Schwarm vorteilhaft. Mit Zergling anfangen. Machen wir aber, wir reden erst mal mit dir. Hat die Brutmutter Zagara versucht, dich mitzunehmen? Nicht mächtig genug, mir zu befehlen. Nur du. Wenn ihr dafür die Macht gefehlt hat, wie konnte sie glauben, sie könne den Schwarm befehligen? Anpassung. Sich in Situationen versetzen, in der Weiterentwicklung einzige Wahl. Veränderung erzwingen. Sie könnte sich also zu etwas viel Gefährlicherem entwickelt haben? Das dürfte interessant werden. Dann schauen wir uns mal die Mutationen hier noch an. Sequenzen von Organismus können verändert werden. 3 ausgeprägte Mutationen. Sobald ausgewählt, werde Sequenzen verweben. In Kreatur aktivieren. Kann verändern. Jederzeit. Okay, wir können einmal gehärteten Panzer nehmen. Die Sättigung. Geschwindigkeit um 50% erhöht. Ja, das ist glaube ich nicht schlecht. Bewegungsgeschwindigkeit ist, glaube ich, da auch auch nicht verkehrt. Und schalten stärkerer Panzer. Ich glaube, ich nehme die Geschwindigkeit. Ich glaube, das können wir dann auch auch entsprechend auswechseln.
Je nachdem. Ich werde den Preis für meine Entscheidungen zahlen. Aber nicht bevor Mengsk tot ist. Eine deiner Brutmütter, Zagara, weigert sich, dich als die Königin der Klingen anzuerkennen. Bevor du Char von den Terranern zurückerobern kannst, musst du ihre Brut zurück in den Schwarm holen. Alles klar, das machen wir doch mal. Wie gesagt, wir können hier noch Machtpunkte kriegen und ich glaube, damit schalten wir die Evolution frei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Halt ähnlich wie mit den Forschungspunkten bei den Terranern. Zagaras Brut hat sich in den Säuresümpfen von Char verkrochen, wo du Millionen Eier für den späteren Gebrauch gelagert hast. Von der Position ihres Schwarmclusters zu schließen, versucht Zagara so viele Eier zu sammeln, wie sie nur kann. Sie versucht, eine Armee aufzustellen. Aber wie will sie die Eier ausbrüten? Sie kann sie in einen Schlüpfteich legen, damit sie schneller ausgebrütet werden. Ich habe unseren Schwarmcluster in der Nähe eines solchen Teiches platziert. Dann werde ich genug Eier sammeln, um eine Armee zu erschaffen und Zagara zu vernichten. Das klingt doch mal gut. So. Dann hätte ich euch ganz gerne mal dort. Die Königin der Klingen. Du bist eine schwache und erbärmliche terranische Kreatur. Verlass Char, solange du noch kannst. Diese Eier und der Schwarm gehören mir. Oh, da wäre sogar schon ein Extraktor. Na gut, zwei können ja nicht schaden. So, dann könnt ihr mal da rein. Zagara hat die Aufmerksamkeit einiger verwilderter Berstlinge auf sich gezogen. Sie greifen sie an. Zagara hat sich durch einen tiefen Tunnel wieder in ihre Basis begeben, um Kräfte zu sammeln. Sie wird wiederkehren. Berstling sehr nützlich. Metamorphose von Zergling. Jeder Zergling kann zu Berstling morphen. Ja, ich kann die ungeschlüpften Eier spüren. Jetzt muss ich sie nur noch vor Zagara erreichen. So, 100 Eier sammeln. Okay, dann brauchen wir, glaube ich, tatsächlich mal eine Armee erstmal. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, ja. So. Dann dazu. Wir brauchen mehr Overlords. Der Schwarm schläft nie. Yay. Was jetzt? Ein Hoch auf Berstlinge. Los jetzt. Du hast meine Aufmerksamkeit. Tja, schauen wir mal gerade. Da haben wir auch noch Eier, oder? Ja. Du kannst mich tausendmal bezwingen. Ich werde immer wiederkehren. Der Schwarm schläft nie. Schauen wir doch mal. Nichts stellt sich mir in den Weg. Los jetzt. An diesem Nest ist irgendetwas anders. Die Eier in diesem Berstlingnest können sofort schlüpfen. Lasst uns das hinter uns bringen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Los jetzt. Jo, dann legen wir mal los. Weiter vorrücken. Bleiben wir auch noch Eier. Hinter uns bringen. Na komm. Der Schwarm schläft nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. Wir haben nicht viel Zeit. Da hätten wir noch eine zweite Möglichkeit für eine Basis. Mal gucken. Weiter vorrücken.
Los jetzt. Gott, Beeilung. Wir haben nicht viel Zeit. Lasst uns das hinter uns bringen. Nichts. Na guck mal, das sieht doch gut aus hier. Wir haben nicht viel Zeit. Diese Welt gehört mir. So, ich sollte, glaube ich, ein paar Zerklinge nochmal holen gleich. Meine Königin, wenn du mehr Drohnen erschaffst, kannst du Mineralien schneller abbauen. Weiß ich. Nichts stellt sich mir. Es sind noch mehr Eier in der Nähe. Diese Welt gehört mir. Los jetzt. Weiter vorrücken. Lasst uns das hinter uns bringen. Gut so. Da unten wären noch Eier. Achtung! Eine Welle Zerklinge nähert sich unserem Schwarmcluster. Wir haben nicht viel Zeit. Was jetzt? Diese Welt gehört mir. Weiter vorrücken. So. Achso, du bist ja auch schon am Sammeln, aber deutlich langsamer. Bauen wir auch noch ein paar Zerklinge. Wir haben mehrere verseuchte terranische Gebäude in der Nähe gefunden. Sie scheinen die verwilderten Zerg anzulocken. Ich werde sie vernichten, wenn sich die Gelegenheit bietet. Natürlich, meine Königin. Wenn du diese Ziele erreichst, wirst du noch mächtiger. Dein Schaden, sind wir doch da. Deine Energie und deine Ausdauer werden sich sofort verbessern, wenn deine Macht steigt. Die erste das ist natürlich auch schön. Hätten wir. So. Bloß nicht, verseuchte Kommandozentrale. Alles klar. Weiter vorrücken. Los jetzt. Dann kommt doch mal her. Wir bauen derzeit mehr Zerklinge. So. Kommt immer noch angekugelt, hat Kerrigan. Go. Juhu. Nur ein kleiner Rückschlag. Los jetzt. Ja, ja. Der Schwarm schläft nie. Weiter vorrücken. Lasst uns das hinter uns bringen. Wir haben nicht viel Zeit. So, legen wir das ganze Zeug hier mal. Der Schwarm schläft nie. Na kommt. Du hast meine Aufmerksamkeit. Was jetzt? So, Nachschub bitte. Wir haben ein verseuchtes terranisches Gebäude vernichtet. Bleibt noch eines. Jawohl, das haben wir da weiter oben. Weiter vorrücken. Wir haben nicht viel Zeit. Nichts und halt noch eine Menge Eier. Mir in den Weg. Der Schwarm schläft nie. Ich spüre noch mehr Eier. Dort. Mhm. Los jetzt. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, ich will mir erstmal die Dings hier holen. Diese Welt gehört mir. Wie komme ich denn da oben am besten hin? Wahrscheinlich darüber, oder? Nichts stellt sich mir in den Weg. Weiter vorrücken. Lasst uns das hinter uns bringen. Na? Der Schwarm schläft nie. Hier rüber, okay. Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt. Dann räumt man hier gerade auf, meine Lieben. Diese Welt gehört mir. Wir schnappen uns hier nochmal ein bisschen Nachschub. Raus damit. Ich höre. Los jetzt. Weiter vorrücken. So, alle Mann da drauf, bitte. Der Schwarm schläft nie. Was machst du denn da oben? Das Wir Ding lebt immer noch. Zeit. Weiter vorrücken. So, und dann alle Mann da drauf.
haben wir das zumindest schon mal geschafft. Bisher läuft es ja doch noch gut hier mit den Nebenzielen. Wir haben das letzte verseuchte terranische Gebäude vernichtet. Ich fühle mich stärker. Welt gehört mir. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich bin zurückgekehrt. Und jetzt wirst du büßen. Das wird sich noch zeigen. Der Schwarm schläft nie. Hey, mein armer Overlord. Du kannst mehr Overlords erschaffen, um deine Versorgung zu erhöhen. Da kommt jemand gerade wieder zurück, bevor das hier Stress gibt. Der Schwarm ist hoch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Diese Welt gehört mir. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Na kommt. Obwohl, ihr habt es, glaube ich, schon zerlegt. Während du die Eier gestohlen hast, habe ich Truppen aufgestellt. Ich werde dir zeigen, wie die zerkämpfen. Diese Welt gehört mir. Achtung, ein riesiger Schwarm Zerklinge bewegt sich auf unseren Schwarmcluster zu. Wir sollten uns mit allen verfügbaren Kräften verteidigen. Nur noch ein paar mehr. Nie. Los jetzt. Nichts stellt sich mir in den... Ich habe genug Eier. Aber Tur, rege den Schlüpfteich an. Sorge dafür, dass meine Eier schlüpfen. Einfach. Katalytische Lösung, schnelleres Heranreifen. Armee augenblicklich bereit. Und jetzt wird Zagara es bereuen, sich mit mir angelegt zu haben. Okay. Na dann. Armee auswählen. Der Schwarm ist hungrig. Angriff. Stirb einfach! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach, zieht ihr euch zurück? Ja, scheint so. Ja. Diese Welt gehört mir. Lasst uns das hinter uns bringen. Nichts so, stellt sich in den Weg. Dann kommt mal her. Der Schwarm schläft nie. So, alles schön zerlegen. Gut ist. Tja. Nichts stellt sich mir in den Weg. Lasst uns das hinter uns bringen. Das wüsstest du erstmal gerne. Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt. So. Viel Spaß beim Zerstören. Wer hat dich gefragt? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was jetzt? Los jetzt! Tötet sie! Ich habe nur getan, was du mir befohlen hast, meine Königin. Halt! Ich habe dir befohlen, gegen mich zu rebellieren? Du hast all deinen Brutmüttern befohlen, stark zu sein, zu kämpfen, zu erobern. Du sagtest, die Zerg führen durch Willensstärke. Dein Wille ist der stärkste. Und ich werde dir dienen. Du darfst leben, Zagara. Ich will den Schwarm zu alter Stärke führen. Und du wirst mir dabei helfen. Du bist meine Königin. Na, siehst mal, okay. Zwei Bärs, also zwei Nester noch übersehen. Aber gut, ja. Zumindest mal die Machtpunkte nehme ich mit. Wie gesagt, Erfolge, was ich halt so mitnehmen kann.
schauen wir halt mal. Gut, das wäre es dann aber auch für die Mission gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.